Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal ein anderer Haul sozusagen. Und zwar zeige ich euch die Sachen, die ich gestern bei H&M gekauft habe. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, Dana. DM ist immer so eine Sache, ne? Habe ich DM vorhin gesagt? Oder habe ich H&M gesagt? Egal. Jetzt wisst ihr, dass es um DM auf jeden Fall geht. Und DM ist immer so eine Sache. So, man läuft rein und weiß, okay, ich brauche vielleicht zwei Sachen. Ey, man geht raus und hat irgendwie... Also, was ich auf jeden Fall gesagt habe, was ich brauche, sind Abschminktücher neue. Bei mir ist es so, also ich benutze erst immer Abschminktücher und dann gehe ich nochmal mit einem Reinigungsschaum drüber. Und da benutze ich immer die von BB. Und da habe ich jetzt aber hier neue gefunden. Und zwar 5 in 1 sanfte Micellentücher. Keine Ahnung, ich habe sie noch nicht ausprobiert. Das sind jedenfalls hier rosane. Für alle Hauttypen steht hier. Und was ich halt super wichtig fand, ohne Alkohol. Achte da in letzter Zeit echt drauf, weil ich habe eine, ja, vielleicht Mischhaut, aber halt irgendwie sehr feuchtigkeitsarme Mischhaut. Keine Ahnung. Jedenfalls, wenn ich da Alkohol drauf tue, also alles, was so in eben Abschminktüchern meistens drin ist oder Tonics oder sowas, dann trocknet das meine Haut noch mehr aus und dadurch entstehen diese Unreinheiten, die ich in letzter Zeit irgendwo habe, weswegen ich fleißig zur Kosmetikerin gehe. Berichte ich auf jeden Fall mal, wie die sind, und wenn ihr die schon benutzt habt, dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Bleiben wir bei der Haut einfach. Da habe ich mir eine neue Maske gekauft und ich liebe diese Tuchmasken, weil ich hasse es, Masken drauf zu haben, die man dann danach so ekelhaft immer wieder runterwischen muss. Deswegen liebe ich die Garnier Tuchmasken. Dann habe ich mir eine neue gekauft für normale und für Mischhaut, also perfekt für mich. Da freue ich mich schon, die demnächst meinem Gesicht wieder eine kleine Pause zu gönnen. Zu einem All-Time-Favorite. Ich habe 3 All-Time-Favorites hier auf jeden Fall drinnen. Eigentlich fast schon 4. Den habt ihr schon vor, boah, ich glaube, 1 oder 2 Jahren in meinem DM-Haul gesehen. Und zwar ist es Ginger Morning von, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, Tricycle Moon. Wie auch immer. Jedenfalls von denen, vegan und riecht einfach so. Geil. Wenn ich in der Früh in der Dusche bin, dann bin ich einfach gleich wach. Ich liebe, liebe, liebe diesen Duft. Ich bin absoluter Fan von diesem Teil und kaufe mir das tatsächlich dauerhaft nach. Das ist einfach Heaven. Heaven! Was habe ich mir auch noch gekauft? Auch ein absoluter All-Time-Favorite. Sind L'Oreal Evital Magique Öl. Was auch immer. Die Haaröle. Also ich benutze das auf nassem Haar und dann tatsächlich nochmal einen kleinen Pumpstoß auf dem dann trockenen Haar. Also nach dem Föhnen zum Beispiel oder so. Wenn ich das nach dem Haarewaschen, also wenn die Haare nass sind, nicht drauf tue, ey, meine Haare sind so wirr, dass ich überhaupt nicht durchkomme. Das ist so krass. Und wenn ich das drauf tue, also es kann ja auch sein, dass jedes andere Öl da irgendwo gut ist, aber ich habe mich in das einfach verliebt und ich bin Fan davon geworden. Und never change a running system. Dann erwische ich hier, habe ich dadurch entdeckt, dass das in einem Goodiebag mal drin war von... Ich meine der Glow. Und das habe ich sogar erraten müssen bei Candy seinem Video. Das verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Sehr, 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 sehr witziges Video. Das habe ich da jedenfalls erraten müssen. Und ich habe das in diesem Goodiebag gehabt. Und ich bin so begeistert gewesen, dass ich mir den jetzt einfach nachkaufen musste. Und zwar geht es um einen Rasierer. Und es geht um den Intuition Fab. Intuition? Intuition? However, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ich weiß, dass es einfach geil ist. Und zwar rasiert der, wenn du dein Bein rasierst. Ja, also, didim. Für alle Food-Fetischisten, die haben jetzt hier einen Spaß hier gerade dabei. Also jedenfalls, wenn du so rasierst, dann rasiert der gleichzeitig auch in die andere Richtung. Also die Rasierklingen sind in beide Seiten gesetzt. Und alter Schwede, ich habe so weiche Beine danach. Das ist ein Traum. Also da bin ich wirklich, wirklich, wirklich überzeugt. Das ist mal das Erste, was ich bei so einer Goodiebag, was ich wirklich selber auch nachkaufe, weil ich sage, da war ich richtig überzeugt von. Kann ich euch nur ins Herz legen. Bleiben wir doch bei weißer Haut. Und da habe ich mir, weil eigentlich mache ich mir Peelings immer selbst. Aber irgendwie hatte ich gerade keine Lust, weil es geht bei mir auch so schnell immer weg. Und deswegen habe ich mir einfach einen Massage- und Peeling-Handschuh gekauft, mit dem ich einfach unter der Dusche
Vorm Rasieren mache ich das. Vorm Rasieren einmal so über die Beine drüber gehe oder halt meistens ganzer Körper. Komme ich auf jeden Fall billiger mit weg, als wenn ich jetzt Kokosnussöl gekauft hätte. Weil das ist ja immer teuer, ist zwar auch gut für die Haut, aber naja. Auch bei Haut einfach bleiben benutze ich auch nur noch, weil ich eine so trockene Haut habe. Deswegen Garnier Body Repair für sehr trockene Haut. Genau, gegen Spannungsgefühle, gegen raue Haut. Also genau das will ich halt einfach haben und deswegen finde ich das auch großartig. Da musste auch jetzt endlich mal ein neuer her und zwar ein neues Make-up-Eye, also Beauty Blender. Ich habe tatsächlich noch nie den echten Beauty Blender benutzt, komme aber mit dem immer ganz gut zurecht. Und dann kommen wir wieder zurück zu den Haaren. Habe ich mir, weil ich bin ja jetzt hier in Berlin und habe hier keinen Föhn, deswegen, den habe ich nämlich in Köln gelassen und deswegen habe ich mir jetzt einen neuen Föhn gerade gekauft. Ja, bei DM von Remington für 30 Euro circa. Und ich muss sagen, ich habe ihn heute schon benutzt. Ich bin ganz happy eigentlich. Also der pustet wirklich viel Luft raus. In 3 Geschwindigkeitsstufen und in 3 Wärmestufen. Und es gibt noch eine Kaltstufe. Und du hast 3 andere Aufsätze noch. Also alles da auf jeden Fall drinnen. Klar, es ist kein Dyson. Aber leider Gottes, weiß ich nicht. Dyson hat mich noch nicht angeschrieben und mir einen Föhn einfach mal so geschickt. Das ist sehr traurig übrigens, Dyson, wenn ihr das seht. Ich würde sehr gerne einen Föhn von euch haben. Aber ich schwimme leider noch nicht in Geld, dass ich dafür 400 Euro ausgeben kann für einen Föhn, auch wenn der wirklich sehr toll sein kann. Wenn Dyson mir einen Föhn spendiert, dann teste ich den sehr gerne. Ansonsten muss bisher der von Remington herhalten und mit dem bin ich ganz happy eigentlich. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr einen Dyson-Föhn habt und wie ihr den findet. Ob ihr wirklich so happy seid und ob wirklich so ein kompletter Haarunterschied entsteht. Also ich habe schon oft gehört, dass die Haare so viel gesünder sein sollen. Würde mich wirklich sehr interessieren, ob sich das Geld dafür gelohnt hat. Ja, und dann einfach auch Haare föhnen. Habe ich mir eine Bürste noch geholt, eine Rundbürste, mit der ich so ein bisschen mein Volumen zurecht föhne. Und das war eigentlich auch schon wieder mein DM-Einkauf. Ich habe irgendwas vergessen, glaube ich eigentlich. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich was vergessen habe. Wenn, dann zeige ich es auf Instagram. Das war mein DM-Haul. Genau. Ich bin gespannt auf eure Meinungen unten in der Infobox. Unten in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.